Ich bin seit 2 Tagen bei meinem Verlobten Ryan in Belize. Wir haben so viel Spaß zusammen und ich habe endlich wieder das Gefühl, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Gerade als wir das Verlobtenvisum beantragt haben, ist das Coronavirus ausgebrochen. Kurz danach wurden die Grenzen geschlossen. Schwing die Hüften. Siehst du? Als die Grenzen geöffnet wurden, habe ich sofort ein Ticket gebucht, um unsere Verlobung zu retten. Hoffentlich können wir bald nach Michigan. Ab dann haben wir 90 Tage. Noch mehr Schwung. Maybe a little bit like more like that. Wird schon. Seit ich hier bin, herrscht das reinste Gefühlschaos. Dein Cousin Harris war so nett zu mir. Er wollte vorbeikommen, weil ich so geweint habe. Also habe ich die Nacht mit ihm verbracht. Ich vergebe dir, weil du meine Freundin bist. Harris ist für mich aber ab sofort gestorben. Für immer. Wir arbeiten an uns und ich habe das Gefühl, wir machen Fortschritte. Sport ist gut für dich. Ich spüre es in der Hüfte. Man fühlt sich jünger. Hat Spaß gemacht. Ich finde, wir sind in Belize schon viel rumgekommen, oder? Da ist es nur fair, wenn du mir endlich zeigst, wie du in Michigan lebst. Ich war noch nie da, deshalb freue ich mich schon. Wir sollten eine Rundfahrt machen, wie hier. Ich weiß nur, dass es in Michigan kalt ist und es gute Restaurants und Bars gibt. Und auf Country-Konzerten soll es richtig abgehen. Wie steht deine Mom dazu? Ihr ist klar, dass mich diese Erfahrung weiterbringen wird. Und du meintest ja, dass du mir hilfst, einen Job zu finden und mich einzuleben. Und was sagt sie zu unserer Beziehung? Sie hat nichts dagegen. Sie hat mich blockiert. Bevor ich hergeflogen bin, hatten wir Streit. Warum, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls meinte ich, deine Mom schätzt gar nicht, dass ich sie finanziell unterstütze. Da hat er mich angeschrien. Also habe ich gesagt, ich will das Geld zurück. Aber nur, weil ich wütend war. Und da hat Ryans Mutter mich blockiert. Sie war verletzt, als du ihr plötzlich geschrieben hast, dass du dein Geld zurück willst. Du wolltest uns doch helfen. Ich wollte ja nicht alles zurück. Das war ein Ausrutscher. Sie hat sich für das Geld nie bedankt. Ich musste nachfragen, um eine Reaktion zu bekommen, und die war ziemlich knapp. Wenn ich schon so großzügig bin, will ich auch ein Danke hören. Klingt, als ob sie jetzt in deiner Schuld steht. Sie hat doch bestimmt vielen Dank gesagt, oder? Nein, nur Danke, und das erst, nachdem ich ihr geschrieben habe. Also dachte ich mir, wenn sie es nicht schätzt, will ich das Geld zurück. Dank mir hat Ryans Familie Strom, Essen und ein Dach über dem Kopf. Und seine Mom blockiert mich einfach. Seitdem habe ich ihr aber nichts mehr überwiesen. Weißt du, wie viel ich ihr geschickt habe? Weiß nicht mehr. Eine Menge. Das kommt mir nicht zugeflogen. Ich arbeite verdammt hart für mein Geld. Sag mir bitte, dass du mich verstehst. Ja, tue ich. Okay. Ganz ehrlich? Ja. Okay. Wegen der Pandemie ging es uns echt mies. Es war sehr großzügig von Stephanie, uns zu unterstützen. Ich dachte aber, die Hilfe kommt von Herzen. Wenn sie meine Familie jetzt unter Druck setzt, beende ich das mit uns. Erinnerst du dich noch an Maria, die Wahrsagerin? Okay. Ich habe per Videochat mit ihr gesprochen.
Die Karten haben ihr gesagt, dass wir heiraten werden und du zu mir in die USA ziehst. Sie meinte aber auch, dass du mich für eine Jüngere verlassen wirst. Ich respektiere es, dass du an diesen Kram glaubst, aber ich halte nichts davon. Man darf die Zukunft nicht vorhersagen. Das ist Teufelszeug. Niemand kennt deine Zukunft. Sie hat aber schon mehrmals Namen und bestimmte Daten richtig vorhergesagt. Das war echt ein Schlag, als sie meinte, du wirst mich für eine Jüngere verlassen. Was soll ich dazu sagen? Sie kennt mich nicht. Natürlich nicht, aber das hat sie gesagt. Ich glaube, sie spinnt sich etwas daraus zusammen, was du über mich erzählt hast. Ich habe gar nichts gesagt. Es beunruhigt mich, dass Stephanie diesen Quatsch wirklich glaubt. Ich hoffe, ich kann sie davon abbringen. Sie meinte auch, dass deine Mutter dich unter Druck setzt, weil sie unbedingt Enkel will. Das könnte der Grund sein, dir eine Jüngere zu suchen. Vielleicht eine Kollegin. Du weißt doch, dass ich mir von meiner Mutter nichts vorschreiben lasse. Ich will keine Kinder. Ich will mit dir um die Welt reisen. Für Ratschläge gehst du immer zu ihr. Aber nicht beim Thema Kinder. Sie weiß, dass das für mich im Moment nicht in Frage kommt. Merkst du es nicht? Du hast im Moment gesagt. Willst du es nicht verstehen? Du willst im Moment keine Kinder. Weder jetzt noch irgendwann. Sag das doch. Ich will endlich die Vergangenheit abhaken. Aber Stephanie versucht immer, Streit anzuzetteln. Ich gebe alles, um es ihr recht zu machen, und sie motzt mich in einer Tour an. Das macht das Ganze noch schlimmer. Sag Maria, sie soll sich aus unserer Beziehung raushalten. Nicht, dass sie alles kaputt macht. Lüg mich nicht an! Ryan! Setz dich! Hey, Ryan! Wo willst du hin? Warum tust du mir das an? Ich nehme ein Taxi. Hast du genug Geld? Ryan! Oh mein Gott! Was soll die Scheiße? Der kann mich mal. Ryan!